Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout. So, das, was mir in den letzten Aufnahmen noch aufgefallen ist, ich hatte hier den einen Arm noch nicht ausgerüstet. So, und irgendwas ist mir noch aufgefallen, jetzt habe ich es aber vergessen. Mist. Ja, das ist ja mal wieder wunderbar. So, gucken wir mal, ob Carla jetzt da ist. Oder nicht und ob hier schon was gewachsen scheint ist. Scheint wirklich was zu werden. Jawohl. Mais ist schon mal fertig, den können wir dann nochmal neu anpflanzen. Machen wir dann auch gleich. Und wir haben einen dritten. Ich glaube es nicht. Ich sehe ihn da hinten gerade ins Haus reinrennen. Einen dritten haben wir jetzt. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt hier nochmal Mais. Und Mais. Und wir brauchen eigentlich noch einen zweiten, eine zweite Wachpatrouille da oben. Aber zuerst... Ach, du bist es schon zugewiesen. Ich sollte mal die Glocke bauen. Ach, da ist er doch. Der ist auch zugewiesen. Und warum wird das hier rot angezeigt? Weil ihr zu viele Tatos habt. Na gut. Dann handeln wir ich mal kurz mir mit nicht dir. Viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. So, Haarklammern brauchst du nicht, deine Kronkorken auch nicht und den Süßkuchen auch nicht. So. Wir müssen denen nachher auch noch bessere Waffen und Ausrüstung in die Hand stecken. Das wird nachher auch noch mega wichtig. Ich könnte ihn auch an die Plünderstation packen, dann kriegen wir halt auch schon mal ein bisschen mehr raus. Und wir könnten jetzt auch mal ein paar mehr Möbel brauchen. Wir brauchen noch mal ein paar mehr Betten. Auf jeden Fall. Aber nicht die guten Betten, die kommen hier noch nicht rein. So, stellen wir hier eins hin. Und stellen wir hier, gibt es ja auch Licht dazu. Damit sie nicht hier mal hinten in mein Bett reinrennen. So. Das dürfte passen. Dann stellen wir hier noch ein Bett rein. So. Und gegenüber nochmal. Ne? So. Das sieht hier aber jetzt ein bisschen schäbig aus. Deswegen schiebe ich dich auch ein bisschen mehr in die Mitte. Und dich einfach mal ein bisschen rüber. So. Sieht schief aus. Jetzt sieht's gerade aus. So. Dann könnten wir hier auch noch ein paar Sitzmöbel hinstellen. Machen wir hier sowas hier. Hatten wir die nicht auch in neu oder so? War mir das nicht so? Ganz hinten? So Fabrik neu? Ja. Muss ja nicht alles schäbig aussehen. So, machen wir hier mal eine Sitzecke hin. Hier so eine hin. Können wir hier noch eigentlich einen Tisch hinsetzen. Und setzen den hier mal so in die Mitte. So. Dann muss der hier aber ein bisschen vorgeschoben werden. Und der hier auch. So. Dann sieht das hier nicht mehr ganz so karg aus. Dann brauchen wir natürlich noch einen schicken Tisch. Können wir erstmal nach ganz hinten. Mal gucken, was wir da so Schönes haben. An Tischen. Na, ich denke mal so ein runder hier. Nee, das ist eher ein Fernsehtisch. Der hier dürfte doch eher passen. Jawohl. So, und dann war unter Sonstiges war doch auch noch sowas wie mit Öl, so kleine Lampen. Bin ich der Meinung gewesen. Nee, war das hier nicht drunter? War das dann unter Deko, ne? Deko und dann Sonstiges. Da könnten wir eigentlich mal für Carla den Aschenbecher hinstellen. Die steht ja immer hier. Stellen wir ihr mal hier einen Aschenbecher hin. Eine Kerze könnten wir hinstellen. Ein Lagerfeuer nicht wirklich. Ja, dafür fehlt wieder Glas.
Immer dieses gute Glas. Aber wir hätten noch einen neuen Aschenbecher da hinstellen können. Na gut, dann machen wir es anders. Dann setzen wir da mal eine Kerze drauf. So, dann ist das hier auch nicht allzu dunkel. Weil Strom wollte ich jetzt hier nicht überall lang verlegen. Nur die Sachen, die Strom benötigen, sollten auch Strom kriegen. Gut, dann haben wir das jetzt auch soweit. Ach, jetzt wäre ich schon wieder hungrig. Meine Güte. Immer dieser Hunger. Schlimm. Gut, dann könnten wir hier jetzt eigentlich auch nochmal ein Haus bauen. Wo wir dann auch nochmal ein bisschen was drinnen verlagern könnten. Und dort drüben hatte ich mir überlegt, wo das hier so ein bisschen... Haben wir jetzt eigentlich genug Beton, um den Rest fertig zu bauen? Nee. 3 Beton. Ich glaube nicht. Ah, 4 bräuchten wir. Gut. Und zwar hatte ich mir hier überlegt, überdache ich das hier einfach mal. Dafür brauche ich die Lagerhausdächer mal. So. Ja, geht das nicht? Warum nicht? Warum will das nicht gehen? Warum kann ich kein Dach drauf machen? Kann ich das Ding nicht in die Ecke packen? Ja, das ist jetzt merkwürdig. Das ist doch die Lagerhauswand oder ist es die Holzwand gewesen, die ich gemacht habe? Weil dann kann ich das Dach gar nicht verwenden. Ich glaube, das ist die Holzwand gewesen, oder? Ja. Okay. Dann hat sich das schon mal erledigt. Da muss ich mir ein bisschen was anderes einfallen lassen. Mit diesen Dächern hier. Damit kriegt man nämlich so schlecht Ecken hin. Weil die halt so ein bisschen nach oben gehen. So. So. Halbwegs überdacht. Und hier hinten machen wir dann einfach... Huch, das war verkehrt. Muss schon bei Dach bleiben. Und dann machen wir dann halt keine Schräge, sondern einfach nur eine Platte hin. So. Und dann habe ich mir gedacht, dass wir hier dann halt sozusagen so einen kleinen Verkaufsstand errichten. Wo man dann halt auch Händler hinschicken kann. Gut. Dann habe ich da ein bisschen Mist gebaut. Gut. Dann machen wir jetzt hier aber trotzdem Holz. Aber wir nutzen gleich die Fertigstrukturen. Na, hier so ein Fertighaus wollte ich jetzt nicht machen. Und wenn, dann auch eher in der Größe hier. Gut, dafür brauchen wir erstmal Boden. Machen wir ganz normalen Boden erstmal. So, so und so. Dann kleben wir hier noch einen dran. Und das war perfektes Augenmaß. So. Na, hier wird es dann überstehen. Das würde doof aussehen. Dann brauche ich einmal Wände. Und zwar machen wir dann wie folgt hier was dran. Hier habe ich ja jetzt eigentlich nicht mehr viel Platz frei. Mache ich hier folgendes dran, damit man hier auch ein bisschen reingucken kann. Weil wir haben ja sowieso eine Mauer, also wir brauchen uns da jetzt sowieso keine Angst machen. Setzen hier noch eine Ecke dran. Und ab hier wird er dann wieder doof aussehen. Gut, dann kommt das noch einmal weg. Stellen wir einmal kurz beiseite. So.
Das kommt dann nämlich dann von hier aus ran. So. Also hier geht das ja noch, weil die Sträucher das sehr gut verdecken. Dann machen wir jetzt hier noch so eine Ecke rein. So. Mal so ein. Damit das halt auch mal ein bisschen anders aussieht. Und jetzt ist die Frage, baue ich das jetzt noch ein bisschen weiter höher oder nicht? An und für sich könnte man das ja noch höher bauen. Also hier muss auf jeden Fall noch eine Tür rein. So. Und dann haben wir hier aber ein Loch. Das ist blöd. Das ist blöd. Aber hier so eine Tür haben wir ja nicht mit so einem Vording. Also sprich, müssten wir das an und für sich selbst machen. Dafür brauche ich Boden. Und zwar brauche ich jetzt so einen länglichen. Genau so ein. Und so. Und dann den da ran. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt brauche ich aber hier natürlich dann halt auch das mit dem Dach. Jetzt ist es halt ein bisschen verschoben, das Dach. Machen wir es erstmal hier hin. So. Das ist auch die Frage, ob wir jetzt halt noch eine Etage höher gehen können sollten. Ich denke mal schon, wäre nicht schlecht. Also packen wir dich auch mal kurz weg. Und dann brauche ich hier... Wo war das? Das war doch auch unter Böden. War doch eine mit... Genau, mit einer Leiter. So. Und alle hopp. Gut. Das Problem ist nur, hier ist das ein bisschen zu früh. Außer ich lasse es in die Richtung gehen. Na, dann dürfte es eher passen. Dann hat man hier halt wirklich Platz. Gut, dann hole ich mir jetzt hier mal so einen Boden. So. Und so. Den packen wir nochmal kurz beiseite. So und so. Das passt schon mal. Dann muss ich mir jetzt nur noch hier gleich was für überlegen. Ja, ich glaube, das ist doch ein bisschen zu viel des Guten. Also sprich, packen wir die nochmal weg. Die können wir ja gleich notfalls wiederverwerten. Und machen dann halt hier sozusagen das kreisrunde... aus Holz wollte ich jetzt nicht raus. Kreisrund fertig. Wo haben wir es denn? Nee, nicht Dächer. Das war ja Wände. Und dann machen wir einmal... Einmal eine richtige Wand. Dann machen wir hier nochmal eine richtige Wand. Wechseln wir uns hier mal ein bisschen ab. Damit das hier auch ein bisschen anders aussieht. So. Ja, das passt. So, dann brauchen wir nämlich jetzt nur noch die Eckdinger. Ja, da ist einer offen. Das passt mir jetzt nicht so. So, und... Ein offen, nee. Ah, bleiben wir bei dem hier. So. Gut, dann brauchen wir hier jetzt natürlich noch einen von den... Teilen hier. Na? So. Kann man von hier aus
von hier aus einmal schön hochgehen. Das passt. Und Carla ist da. Können wir auch gleich shoppen gehen. Dann nehmen wir uns jetzt vom Boden natürlich hier auch nochmal. So, damit das zu ist. Dann brauchen wir halt hier nur noch eine Wand. Aber dann nehmen wir jetzt so eine reguläre Wand. Also so eine hier. So, so. So, so. Und so. Du bist aber falsch. So. Dann machen wir das hier so sozusagen zu so einer Art Balkon. Dann nehmen wir uns einmal das Ding hier. Machen jetzt hier die Decke rein. So und so. Das soll ja nur so ein kleines Ding werden. Dann brauchen wir Strukturholz, sonstiges. Und machen hier so eine Art kleinen Balkon. So. Ja. Sieht doch gut aus. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von außen so ein bisschen an. Ja. Ist wenigstens mal ein Haus. So. Carla. Hey, Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Könntest du dich mal umdrehen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. So, dann wollen wir mal gucken, was hast du denn jetzt Frisches dabei? Du hast eine Armeeuniform. Eine ganze Armeeuniform besitzt sie. Und Leder fürs linke Bein. Kann ich mir beides kaufen? Na gut. Dann gucken wir jetzt mal bei den Hilfsmitteln nochmal nach, ob du irgendwas hast, was wir vielleicht stark benötigen. Jet, Kaugummi, Fleisch. Nichts, was wir wirklich jetzt sagen, das brauchen wir sofort. So, dann gucken wir hier mal nach Glas nach. Glas. Da haben wir Glas. Kleberband. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Glas, 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 Glas. Ach komm schon, Carla. Hast du nicht irgendwas mehr mit Glas? Da haben wir noch ein Glas. Da haben wir noch ein Glas und schon sind wir drüber. Stoff, Aluminium. Wecker sind auch, ist auch Glas drin, ne? Na gut, dann müssen wir ein bisschen was verkaufen. Wir haben aber, glaube ich, jetzt nicht viel frei, ne? Was kriegen wir für eine Nuka-Cola? 7. Wir könnten natürlich dir ein paar Tatos noch in die Hand drücken. Den Süßkuchen, den wir uns geklaut haben. Tato-Blumen können wir dir auch in die Hand drücken. Und dann passt das eigentlich auch erstmal. So. Dann haben wir nämlich eine Armeeuniform. Und das linke Bein. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Brust. Dann sieht das halt alles schon mal ein bisschen besser aus. Armeeuniform, weil sie halt auch Stärke und Beweglichkeit mitgibt. Den Vault-Anzug können wir jetzt somit erstmal beiseite packen. Und das, was wir halt nicht mehr brauchen. So. Ah, sieht ja schon deutlich besser aus. Gut, dann jetzt hier noch einmal durchgucken. So sieht das alles gut aus. Da können wir jetzt eigentlich auch mal endlich die 3 Level machen, die wir eigentlich schon längst hatten. So, was noch wichtig ist. Also wir haben jetzt Waffenfree, können wir erst ab 13 wieder machen. Wissenschaft können wir auch erst viel, viel später machen. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit dem Charisma-Training.
Einmal brauchen wir noch. Für den lokalen Anführer. Damit können wir dann Versorgungsrouten einrichten. Und ab der nächsten Stufe war das, glaube ich, Werkstätten in den Siedlungen packen. Und dann brauchen wir noch einen Meisterhändler. Das ist jetzt die Frage, Meisterhändler wäre sinnvoll. Weil wir müssten jetzt noch sehr viel handeln. Ja, und später müssen wir dann halt auch noch Glück hochskillen. Bezüglich halt auch noch Stärke nachskillen. Ja, es gibt noch viel zu skillen. Wo war denn das mit dem Action Boy drunter? Was suche ich gerade? War das unter Wahrnehmung? Scharfschütze. Ich glaube, das war unter Wahrnehmung. Ne, hier. Action Boy. Das ist Beweglichkeit. Gut, machen wir erstmal Meisterhändler. Das ist, denke ich mal, mit das Beste, was wir jetzt machen können. Damit wir wenigstens gut durch Handel dastehen. Weil wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt einmal halt mit Carla handeln und einmal hinten mit Abernethy Farm. Da könnten wir ja auch notfalls mit handeln. Und so wird das dann, denke ich mal, auch langsam was werden, dass wir das auch schaffen. So, dann essen wir mal was und trinken was. Gut. Das haben wir. Was wollte ich denn jetzt noch? Das Haus ist ja jetzt soweit fertig. Ja. Ja, das Haus ist fertig. Gut, dann können wir jetzt hier den Mumpitz nochmal wegmachen. Den wir nicht mehr brauchen. Dann können wir hier noch ein paar Betten reinmachen. Und dann können die Siedler das bewohnen. Gut, dann brauchen wir jetzt Betten. Bettenmöbel. Betten. So. Stellen wir hier jetzt mal ein Bett hin. Und dann stellen wir hier unten auch nochmal ein Bett hin. Und wenn man hier hoch geht, hat man dann hier auch nochmal ein Bett. So. Denn natürlich, ein bisschen Deko darf nicht fehlen. Was machen wir denn da am besten hin? Am besten könnte man hier nochmal einen Tisch hinpacken. Ah, der ist viel zu groß. Der ist ja viel zu groß. Ich glaube, da packe ich eher nochmal hier so eine Kommode oder so hin. Das war aber dann besser unter Behälter. Gab es bessere. Ah, das passt eher für eine Garage. Könnte auch einen Schreibtisch hinstellen. Aber hier so eine Holzkommode. So und so. Ja, sehen sogar recht edel aus. Für so ein abgeranztes Haus. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch eine Tür. Türen. Dann machen wir dann eine schöne blaue Tür hin. Wenn ihr euch wundert, warum das ab und zu mal so wackelt, weil ich gehe dann halt mit beiden Händen an die Tastatur ran. Und deswegen, die Maus bleibt dann halt für sich. So, dann haben wir das jetzt hier auch soweit durch. Da müsste ich dann eigentlich nur noch Licht reinmachen. Dafür fehlt uns aber auch noch ordentlich Öl. Da hinten wollte ich auch nochmal so ein kleines Haus hinbauen. Das könnten wir ja eigentlich jetzt noch machen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Die Epi wären ja jetzt nicht weg. So, das muss aber ein relativ hohes Haus sein. Oder sollte zumindest ein relativ hohes Haus sein. Weil da möchte ich später was vom DLC platzieren. So, fangen wir erstmal an hier. Das muss ja dementsprechend groß sein. So, so,
So. Ist eigentlich gut genug platziert. Ja, ein bisschen Platz ist da auch noch. So. 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 Und so. Kann ich hier noch einen ransetzen? Nee. Aber ich könnte nochmal so einen flachen Boden dran setzen. So. Dann brauche ich Wände. Wo haben wir's? So, das brauche ich nämlich jetzt auf einer Ecke. Ach, das kann ich nicht an die Dinger ransetzen. Das ist natürlich schade. Dann machen wir es von der Seite aus. So. Gibt es denn noch so kleine Dinger? Nee. Kleine, die nach gerade zu hochgehen. Also so einteilige. Hatte ich gedacht. Aber scheinbar nicht. Gut, dann machen wir hier einmal das rein. Dann müssen wir jetzt hier in die Türen. Dann brauchen wir nämlich eine Scheunentür. So. Ja, das ist die falsche. Und so. So, und dann kommt hier eine normale Tür rein. So ist das schon mal in Ordnung. Jetzt muss ich mir jetzt halt nur überlegen, wie ich das jetzt hier am besten mache. Ohne, dass das jetzt doof aussehen wird. Ha. Das ist ein bisschen blöd. So, auf jeden Fall müssen wir das ein bisschen höher machen. Das steht schon mal fest. Und um Glas zu sparen... Na schade, das geht nicht. Kann ich das nicht einfach so dran setzen? Nein. Gut, ich muss erstmal die untere Mauer fertig ziehen. Dann setzen wir jetzt hier einen hin. So. So und so. Und das hier ist echt schade, dass das nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ha. Gut, dann müssen die wieder weg. Oh, jetzt geht uns langsam aber auch das Holz aus. Nee, halt, ich muss drinnen bleiben. Kann ich besser agieren. So, dann brauche ich jetzt die zweite Wand. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da? Wer nicht zu hoch kommen. Na? Jetzt. Ich brauche ganz schön viel Holz. So. 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 Und so. Jetzt brauchen wir nur noch das Dach. So. Können wir uns einfach so ein Schrägdach nochmal gönnen. Dann brauchen wir natürlich hier auch so eine Schräge drin. So. Und dann einmal ohne. Und dann brauche ich jetzt nur noch einen geraden mit. So, dann sieht das nämlich so aus, als wenn der Balken hier oben drin ist. Wunderbar. Und ich hoffe mal, der Platz reicht dafür. Dann muss ich jetzt hier einmal raus, damit ich hier auch die Türen öffnen kann. So. Wunderbar. Gut. Holz geht uns jetzt langsam zur Neige. Auch die restlichen Materialien, aber dafür wird es halt hier immer wohnlicher. Gut, dann geht's jetzt soweit weiter. Wir haben auch fast kein Wasser mehr. Ihr macht hier schön alles sauber. Habe ich gehört.
Ja, okay. Dann gehen wir jetzt einmal kurz speichern. Heißt so viel wie eine Stunde schlafen. Irgendjemand fällt da immer ins Wasser. Geh mal kurz in die zweite Etage. Ich will jetzt wissen, wer da immer ins Wasser fällt. Das hört sich so wirklich an, als wenn hier immer irgendjemand ins Wasser geht. Das ist Dogmeat. Das ist Dogmeat, der immer ins Wasser fällt. Ha. Und auch wo wahrscheinlich die Wachfrau, die immer ins Wasser fällt. Sehr, sehr merkwürdig. Die geht jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Na dann, viel Spaß. So, da es anfängt zu regnen, gehen wir jetzt in die erste Etage wieder. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier erstmal die Folge und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Also, bis dann.